Jetzt erstmal eine Runde Tube. It's Tasting Time. Heute City Skylines. Hi Leute und herzlich willkommen hier auf Tube Dude. Ich bin der Tay, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir machen heute mal wieder ein Tasting. Schön, dass ihr da seid. Und zwar befinden wir uns im Spiel Cities Skylines. Erschienen am 10. März, also vor 4 Tagen. 3 Tagen. 3 Tagen. City Skylines, ein Städte-Simulationsspiel wie SimCity, eines der bekanntesten Vertreter natürlich, die mit SimCity 5 ja ziemlich ins Klo gegriffen hat. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt mit, wie heißt das? Heißt das Cities XXL? Ich glaube ja, ne? Cities XXXL, wo ja rauskam, dass das Cities XL Platinum in schlecht ist, indem man da halt so ein bisschen was verändert hat. Ja, dieses Spiel gibt es für 23 Euro bei Steam, ist halt gerade erschienen, ist von den Machern von Cities in Motion. Cities in Motion war ein Spiel, wo man, wie bei Verkehrskant, öffentliche Personennahverkehrlinien aufbauen musste, die verwalten musste und damit Geld machen musste. Und apropos Geld, mein Geld schrumpft gerade. Warum auch immer, aber hat anscheinend keine weiteren Auswirkungen. Das ist meine Stadt, die ist, ich würde sagen, 1,5 Stunden alt, vielleicht 2. Man sieht gleich viel deutlicher, wer von euch SimCity gespielt hat, dass die Gebiete riesig sind. Die kann ich auch noch ausweiten. Pass mal auf. Ich kann bis zu 9 Gebiete kaufen. Diese Felder kann ich kaufen. Ich fange mit einem Feld an. Ich habe in dem Fall mit diesem Feld angefangen. Mit diesem doppelten Feld. Habe mir dann die Teile dazu gekauft. Und die Stadt ausgebaut. Ich habe 24.000 Einwohner. Es ist laut Entwickler bis zu 1 Million möglich. Respekt an die, die es schaffen. Weil ein großes Thema in diesem Spiel ist der Verkehr. Wie man hier schön sieht, läuft das bei mir. Das war nicht so. Diese Straßen waren mal in beide Richtungen befahrbar. Das sind Einbahnstraßen, ja. Also muss man sich vorstellen, hier gibt es ein Kreuz. Und zwar geht das hier einmal durch die ganze City und dann einmal nochmal links und rechts. Und jetzt machen wir einfach wieder das Spiel an. Und dann sieht man gleich, was an Verkehr so unterwegs ist. Also hier hinten sehe ich gerade mega krasser Stau. Weil die Busse rausfahren. Ah, hier ist nämlich mein Busdepot. Ja, 171 Busse im Einsatz. Desto mehr Einwohner so kommen, desto mehr fahren von denen. Und die müssen natürlich jetzt alle da durch, aufgrund dessen, dass das ja eine Einbahnstraße ist. Den versuche ich jetzt mal eben Abhilfe zu schaffen, indem wir einfach mal den hier machen. Das freut die Leute natürlich nicht, dass ich da jetzt eine Straße eingebaut habe. Aber wir können ja mal sehen, was gleich passiert. Können wir Vollgas geben. Ob die Busse jetzt anders fahren. Ja, meine Straße entlastet wird. Der fährt einfach erstmal im Kreis. Okay, läuft bei ihm. Ne, die Busse fahren weiterhin. Gut, soll jetzt auch nicht Thema sein. Ja, wie ihr hier seht, ein Haufen Verkehr, 24.000 Menschen. Ist eigentlich so groß wie meine Heimatstadt, aber ja, hier gibt es schon Wolkenkratzer. Gut, jetzt passen hier auch, glaube ich, nur 25 Familien rein. Ja, nicht so viel. So, das war jetzt auch kein Wohnhaus. Hier, 10 von 11 Households. Aber da sind auch eine Menge Menschen drin, ist ja nicht so. Egal. Spiel ist aufgebaut wie folgt. Ich habe jetzt Mods an, nennen die sich hier, könnte man noch behaupten als Cheats. Hier unten im unteren Bereich, ich habe unendlich viel Geld. Mache halt eine positive Bilanz. Ich habe das Spiel jetzt schon ein paar Stunden gespielt und ich bin nicht bankrott gegangen. Es ist möglich. Bloß die Gebäude kosten so viel Geld, dass wenn man einfach nur eine Stadt bauen will, ohne jetzt da sich Gedanken machen zu müssen, das am besten funktioniert so. Ich habe diese Stadt gebaut und habe hier Wohnviertel. Ich habe hier die Felder. Das sind wenig bebaute Gebiete, viel gebaute Gebiete, also die dürfen höher gebaut werden und dichter. Genau, Dichte. Density. Dichte. Das ist dann Commercial High Density. Dann Industrie. Ja, das ist hier oben. Das ist verseucht alles. Mein Boden, der ganze Boden hier ist verseucht. Die Bäume sind alle grau und wachsen nicht mehr. Also wie man hier sieht, ne, alle schön braun. Das sind Offices. Offices ist es. Das ist theoretisch die, wie ihr unten diese Balken seht, die letzte Zone. Also Industry. Oder Büros. Also wenn ich jetzt nicht Industrie haben will, dann könnte ich jetzt auch die komplette Industrie plätten und einfach nur mit Büros arbeiten. Was ich noch nicht ausprobiert habe, weil ich nicht weiß, ob die Commercial Zones von den Industriezonen abhängig sind. Ansonsten
Hier Einwohner, ja, also Residential für die Bewohner dieser Stadt. So, dann ist dieses Spiel so aufgebaut, dass man verschiedene Meilensteine freischaltet. Also bei so 1000, bei 2000, bei 3000, dann bei 7, bei 8, bei 32.000 kommen neue Gebäude hinzu. Das kann jetzt hier auf der einen Seite Kraftwerke, die ich immer in die Industrie baue. Ja, Strom muss, diese blauen Felder sind jetzt sozusagen mit Strom versorgt und werden über diese Oberspannleitungen versorgt. Die anderen Gebiete, also hier zum Beispiel meine Wasserpumpen werden damit versorgt und hier die ganze große Stadt. Da muss ich einfach bloß reinhusten sozusagen und dann ist die ganze Stadt versorgt, alles was miteinander verbunden ist. Windkrafträder, das ist natürlich auch für, ja, wegen Pollution natürlich auch eine Option. Aber ich habe hier 1, 2, 3, 4, 5 davon. 6, 7 Kraftwerke. Ja, das kann man dann hier noch mit Ölpower. Und es geht auch, dass ich hier einen Staudamm baue. Das Problem ist, dass der Staudamm, dahinter staut sich das Wasser. Sprich, das ist so generiert, dass dann die Fläche überflutet wird. Und baut man jetzt einen Staudamm an der falschen Stelle, dann hat man ein Problem. So, dann haben wir noch Solar und Kernkraft. Standard, ne? Dann Wasserpumpen. Das ist auch sehr interessant. Also, desto mehr Wasserpumpen ich hier baue, desto tiefer wird der Wasserpegel. Aber ich habe ja auch Abwasser. Das leite ich dann hier oben zurück. Da steigt der Pegel dann. Also, angenommen, ich baue hier 20 Dinger hin, dann überflutet sich auch die Gegend. Und hier drüben ist trocken. Also, das ist durchaus möglich. Wichtig ist dabei zu beachten, dass die Wasserpumpen, die das frische Wasser holen, vor denen sind, die das dreckige Wasser rausschütten sollen. Sonst gibt es Krankheiten und die Bevölkerung stirbt aus. Ja. Apropos Aussterben, da haben wir dann gleich den nächsten Übergang. Wow, Healthcare. Ja, also ganz normal, wie man das erkennt, eine Klinik, ein Krankenhaus, Friedhof. Habe ich ein, zwei. Da hinten ist anscheinend nicht so viel los. Und Krematorien, ne? Dass man die dann auch direkt verbrennen kann. Weil die Friedhöfe sind unmöglich voll und dann ja, hat man ein Problem. Weiter geht's mit Müll. Mülldeponie, Müllkraftwerke. Wie man hier sieht, habe ich einige Müllkraftwerke. Die brauchen, um ehrlich zu sein, auch wenn sie die Umwelt verschmutzen, weil es gibt keine Recyclinganlagen. Und diese Felder, wie man hier schön sieht, sind irgendwann voll. Und wenn die voll sind, dann fährt kein LKW mehr raus. Sprich, der Müll stapelt sich und der kann auch nirgendwo mehr hingebracht werden. Ja. Also, deshalb Kraftwerke. Krankenhaus hatten wir. Feuerwehr ist ganz simpel. Einmal eine große Feuerwehrstation und einmal einfach bloß ein Firewallhouse. Firehouse. Was dann hier hinten, halt zum Beispiel meine Industrie wird durch eins geschützt. Und ich glaube, hier drüben habe ich relativ viel, was Feuerwehr angeht. 1, 2, 3, 4. Polizei, genau der gleiche Spaß. Einmal klein, einmal groß. Ja, Einsatzfahrzeuge etc. sind da drin. So, Bildung, großes Thema. auch in real life. Die neu zuziehen, sind natürlich ein bisschen doof. Alle sind ein bisschen höher gebildet. Das ist Grundschule, Highschool, University. Ja, davon habe ich nur eine, aber da passen auch 4.500 Studenten rein. Und ich habe zurzeit 1.320. Kann ich mal kurz klicken. Ich habe insgesamt 3.000 Highschool-Absolventen und 1.500, die zurzeit zur Elementary School gehen. Dann ganz wichtig, Transport. Das wäre dann halt Cities in Motion, sozusagen. Ja, ich kann Buslinien bauen, da brauche ich bloß das Depot bauen, die Bushaltestellen sind umsonst. Klicke ich auf die Straße und dann entsteht eine neue Linie. Und das macht dann zack, 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 zack. Ups, aber wenigstens ein bisschen sinnvoll. Und dann lassen wir den ganzen Spaß wieder zurückfahren. Und dann, wie wir hier oben schon gesehen haben, kommen die dann aus der Station rausgefahren. Und versorgen mein Auto, versorgen meine Stadt. Dadurch wird der Verkehr weniger und die Straßen werden freier. Ist ganz angenehm. Genau, Metro, U-Bahn, wie man hier sieht, die fährt bei mir hier drüben los. Einmal nach oben bis rüber zum Hafen und wieder zurück. Das gibt es dann auch noch mit Schienen. Da gibt es dann zusätzlich Cargo, was sehr praktisch ist, weil dadurch fahren weniger LKWs. Das gibt es bei den Schiffen auch, das habe ich hier ganz hinten. Das ist einmal mein Anleger für Personen. Da kommen die jetzt alle raus. Und mein Frachthafen, der auch gut benutzt wird. Ja, na gut. Ne? Da kommen dann die ganzen LKWs raus.
und fahren über meine Schnellstraße zu den einzelnen Unternehmen, die hier hoffentlich leer stehen, weil sie keine Angestellten finden, weil ich eigentlich jetzt ein bisschen was bauen müsste. Staus, großes Thema, da baut man sehr viel um. Flughafen für eine 24.000 Einwohnerstadt Standard. Train Station, da kommen mit auch Touris, die dann sich hier solche Wunder angucken oder Monuments, wie die hier heißen. Wenn man die einmal gebaut hat, kann man sie nicht mehr bauen. Und das geht dann bis dahin, dass es dann hier solche Monumente gibt, dass es dann, ja, zum Beispiel ein Space Elevator, und zwar das hier, ja, die freut das dann tierisch alle und gibt dann große Boni. Parks, wie ganz normal, Fußgängerzonen, ja, ich hab's nicht mit Parks, wie man so schön sieht. Ansonsten war's das so ziemlich, man muss halt darauf achten, dass der Verkehr fließt, dass genug Gebäude da sind und dann baut man die Stadt weiter aus und kann damit eine Menge erleben. Sowas wie Wirbelstürme oder anderes gibt's in Cities nicht, finde ich, um echt zu sein, hat mich bei SimCity immer mega genervt, finde ich hier sehr gut. Ja, genau, Industrie, genau, ich wollte auch noch was zeigen und zwar kann ich hier Zonen markieren, sogenannte Distrikte. Und kann dann zum Beispiel, wenn ich diesen Distrikt jetzt markiere, das habe ich noch nicht rausgekriegt, das muss ich ehrlich zugeben. Paint District, genau, so sieht das dann aus, dann male ich hier einfach mal so einen Distrikt voll. Und jetzt kann ich zum Beispiel sagen, dieses Gebiet darf nicht von LKWs befahren werden. Fragt mich nicht wie, aber das könnte ich jetzt sagen. Genau. Und dazu gehört dann, Landwirtschaft, dann würden hier drüben, angenommen ich markiere hier etwas, dann würden die Gebäude abgebaut werden und nur Unternehmen gebaut werden, die die Voraussetzungen erfüllen. Also dieses Ding hier, wenn ich da jetzt einfach mal das hier reinhaue, dann müsste theoretisch das alles abgebaut werden. Und es wird Farming-Industrie entstehen. Hoffe ich jetzt mal. Das gibt es dann auch, verschiedene Gebiete haben verschiedene Ressourcen, das ist mit Eisen, mit Öl und das ist... Okay, das wäre dann die ganz normale Industrie. Ja, wie ihr seht, Sprache ist auf Englisch, Mods sind sehr, sehr leicht zu erstellen. Man kann hier jeder, da haben wir hier alles Früchte, schöne Landwirtschaft und das freut dann den Umweltaktivisten. Ansonsten habe ich hier verschiedene Möglichkeiten, die Steuern zu erhöhen, die City zu planen, all mögliches. Ja, wer hier was, wie teuer was ist, ich kann die Transporte umsonst machen, Rauchen verbieten und ja, also ich kann hier sehr viel noch einstellen und machen und Feintuning machen. Aber schlussendlich, man kann hier seine wunderschöne Stadt bauen, die jetzt, wie ich sagen muss, natürlich eine Planer-City ist. Also die ist nicht schön, sondern die ist praktisch, weil ich mich zurzeit noch einarbeite. Aber die demnächst auch ausbauen werde. Und das soll es auch schon gewesen sein, wie wir hier unten sehen. Hat sich jetzt mein Einkommen irgendwie ein bisschen drastisch erhöht. Ansonsten gibt es nicht viel zu sagen zu Cities. Ist ein super Spiel für einen super Preis und ein mega Hoffnungsträger für das Genre Städtesimulation. Ja. Und das soll es gewesen sein. Ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es heißt Let's Taste Tasting hier auf TubeToDude. Ich bin der Taste. Eine testliche Testwoche mit dem Taste. Ab übernächste Woche Samstag. Diese Woche Samstag kommt nochmal Battlefield 3. Darauf die Woche Battlefield Hardline. Ab dem... Ach, schieß mich tot. 13., 14., 15. und 15 plus 7 macht 22. Ab 22. März dann Battlefield Hardline. Das sollte es gewesen sein. Schaut unbedingt bei Wurfke vorbei. Bis dahin und ciao. Euer Taze. Ich möchte sagen, das Spiel ist echt gut. Ich würde es jedem empfehlen, der auf City Simulation steht, würde kaufen. Ich sage, das Spiel ist sehr gut in der Kategorie Simulation. Das war TubeToDude. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Euer Taze.